Hey Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Little Nightmares. Ich habe mittlerweile rausgefunden, wie man weiterkommt. Ihr müsst oben dieses Fleisch schon drauflegen, aber dann müsst ihr einfach nur hier ziehen, damit es hier runterkommt. Und dann könnt ihr hier drehen, um Wurst daraus zu machen. Und mit dieser Wurst könnt ihr euch dann darüber schwingen. Das alles. Ja, je fair man den Springknopf drückt. Es tut mir leid. Genau, und dann einfach rüberschwingen und dann habt ihr es auch schon. Hat für mich jetzt doch... war für mich sehr unschlüssig. Ich musste im Internet nachschauen. Und musste feststellen, dass ich keine Ahnung hatte. Also auch null. Ich dachte vielleicht, dass das einbricht oder so. Wenn wir uns da draufstellen, zusätzliches Gewicht oder so. Ein Glück, dass es nicht eingebrochen ist. Ich wollte jetzt nicht gerade zu einer Wurst verarbeitet werden. Ihr seht nichts, das tut mir leid. Wobei die Helligkeit sollte schon immens höher sein als beim letzten Mal. Ich hoffe, das ist auch dann für euch angenehmer zum Hören. Genau. Mach mal wieder die Maus aus dem Bild. Hallo? So, und da sind wir in der nächsten Fleischkammer. Das ist eindeutig Fleisch. Warum habe ich das Gefühl, dass irgendwie gleich hier so ein Typ reinkommt? Wir brauchen einen Key und wir haben einen Fahrstuhl? Ist das eine Art Fahrstuhl? Kann man das als Fahrstuhl identifizieren? Bitte, bitte was? Er kommt einfach daraus gerannt. Gut, weniger an die Kamera lächeln. Mehr auf das Gameplay achten. Wie wär's damit, K-Storm? Du solltest das doch vielleicht mal... Aber woher willst du das denn wissen? Ich bin nicht da, ich bin nicht da. Lalali und lalala. Ich bin unsichtbar. Was macht der da? Ey, du nimmst mich jetzt aber nicht mit hier. Ach, den Käse. Den guten Käse. Bin nicht so der Fan von Käse. Feta und Mozzarella geht, aber der Rest nicht so. Was macht er denn jetzt? Er misst das Fleisch ab. Bin mir sicher, dass... Ich bin mir sicher, dass der Dude gut kochen kann. Aber jetzt unbedingt Essen von ihm annehmen, weiß ich nicht. Weiß ich. Die Musik lässt mich nichts Gutes verheißen. Ich gehe mal nach rechts lang. Was ist, wenn er jetzt hochkommt? Eine Ewigkeit später. So, da sind wir nun wieder. Und es hört sich an, als würde er jetzt hochkommen. Ja, da ist er. Ich mach mal die Leuchte aus. Es war einfach nur ein bisschen verbuggt, dass er nicht gekommen ist. Er ist jetzt da. Ja, ich bin unsichtbar. Du siehst mich nicht. Okay. Der macht auch sehr seltsame Geräusche. Der macht mir auch mit seinen Geräuschen ein bisschen Angst, muss ich sagen. Jo, ey, dankeschön. Wir müssen jetzt warten, bis... Ja, als ob er uns nicht sieht. Was tut er da? Ich will das nicht. Jetzt mal vor ganz real, das sieht sehr appetitlich aus. Vor allem, ich habe vorher noch schönes Fleischkäsebrötchen gegessen. Ja, da passt das jetzt nicht so gut, aber sieht sehr...
weiß, was das wird, ey. Ich will gar nicht wissen, was das wird. Ehrlich nicht. Der hat so eine Maske auf, seht ihr das? Ich glaube, wir haben sie schon häufig genug gesehen. Ich glaube, ihr seid mittlerweile auch genervt von mir und meinen Aussagen. Es tut mir leid. Meinst du, hättest du Lust, dich nochmal umzudrehen? Ich weiß nicht, wann ich gehen muss. Jetzt oder wenn er umgedreht ist? Ich glaube, wenn er sich wegdreht. Drehst du dich nochmal um? Oder hat es sich jetzt ausgeumdreht? Ich lauf jetzt ab. Ja, gut, okay. Ich hab keine Ahnung, wo ich mich... Wo muss ich denn hin? Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Warum habe ich das jetzt getan? Er sucht mich da hinten. Ja gut, jetzt sind wir tot. Kann er da runterfassen? Ja, was hat uns das jetzt gebracht? Also es musste ja... Er guckt jetzt nicht ernsthaft auf der anderen Seite. Oh mein Gott, ist der blöd. Was hat uns das jetzt gebracht, das zu aktivieren? Ich weiß es nicht, es war einfach... Ich hatte zu sehr Angst. Warum locken wir ihn da weg? Was müssen wir... Auf seinem Tisch! Was ist mit ihm los? Er steht da einfach und wartet, bis wir uns versteckt haben. Hä? Okay, also... Ey, ey, no problem. Wir zwei verstehen uns. Ja? We know uns together. We are mentally verbunden. Gesundheit. Der ist schon irgendwie... Ich mag ihn, aber irgendwie... Ein unwohles Gefühl kriege ich trotzdem. Vor allem, der hat mich auch so lange angeguckt. Wir hatten gar keinen Nutzen davon. Okay, wir racen, wir racen, wir racen. Das ist ein Key. Oh, ich glaube, wenn wir unten sind, wir müssen uns super schnell verstecken. Er hat die Tür zugemacht. Mach die Tür auf! Mach die Tür auf! Mach die Tür auf! Mach die Tür auf! Mach die Tür, mach die Tür, mach die Tür auf! Er kommt, oder? Kommt er? Warum, Spiel? Was ist deine Mission? Ich glaube, wir müssen hier rein. Ja. Machen wir das noch mal. Das bringt uns noch weiter nach unten. Yay. Weiß ja nicht, wo der Ausgang ist. Oh, ein Pömpel. Kann ich den nehmen? Oh, bitte. Nimm den Pömpel. Schade. Ich sehe null. Hier sieht es aber so aus, als würde es hier hochgehen. Ja, doch, wir haben uns gerade gehalten. Ach, wir können ja einfach hoch. Warum sagt mir das denn keiner, dass wir einfach an der Wand hochklettern können? Woher soll ich denn das wissen? Wir sind unter der Map. Ist hier der andere Koch? Oh no, das sieht so aus, als müssten wir hier raus. Ist das der andere? Ja, nee, ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Das sind beide! Oh Gott. Oh Gott. Die waschen zusammen ab. Nun gut, jetzt vertraue ich denen doch ein bisschen. Und wir kommen hier nicht weiter.
Also wenn wir jetzt nicht sterben. Er geht weg. Okay, aber Elefant 1 hat uns gesehen. Das heißt, wir müssen uns so Stück für Stück vorarbeiten. Ich verstehe schon. Aber Dude, how? How will you do this? Jetzt erstmal hier raus. Lieg mich hier mal drunter. Mit dem Pömpel arbeiten, so muss das. Oh, ist das genial. Ich habe lange Zeit, ich glaube, immer noch einen Pömpel in meinem Zimmer stehen. Einfach im Regal drin. Ich bin komisch. Daran braucht ihr gar nicht erst zweifeln. Aber. Dude. Sind schon irgendwie süß zusammen. Ich weiß auch nicht. Mir gefallen die. Ja, ich bin hier. Jetzt guckt der andere an der anderen Seite von der Map, als könnte ich mich teleportieren. So like, hui buh, Alter. Ah ja. Kommt. Und er denkt. Als ob ihr mich nicht seht. Dude. Bitte sieh mich. Hör auf, mir zu beweisen, wie dumm ihr seid. Ich muss noch hier runter, gell? Ja. Oh, ich muss auch noch durch dadurch. Oh mein Gott, die werden mir darüber folgen. Und dann werden sie irgendwas da machen. Genau in dem Moment, in dem ich auch da bin. Eine schlechte Idee. Wir müssen da hoch und irgendeinen Schalter umlegen. Gut. Du bist, geh da runter. Oh mein Gott, er sieht nicht los. Er sieht nicht los. Hey, was ist das denn? Aber immerhin bewegt sich das jetzt. Jetzt müssen wir nur noch da hochkommen. Er geht einfach. Ey, Dude, ich liebe dich. Ich komme hier. Hey, wie komme ich denn da hoch? Ich muss wieder nach hinten. Ich muss wieder alles zurück. Aber das kann ich ab hier ganz easy machen. Ab hier können wir einfach straight wieder durch den Lüftungsschacht zurücklaufen. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwie an diese Spur nach da oben kommen. Ich weiß aber nicht wo. Ich weiß nicht, wo wir dazu hin müssen. Also, ich hoffe nicht hier, weil das wäre unfair. Doch, wir müssen da. Anders kommen wir sonst nicht hin. Hä? Jetzt verstehe ich nicht, was das Spiel von mir will.
Ich kann mich ja auch nur festhalten, nicht hochziehen. Er kommt gerade zurück, oder? Oh mein Gott, was ist denn mit ihm los? Kannst du weiterlaufen, bitte? Tschüss. Was ist, wenn ich einfach hier weitergehe? Frage hat sich so... Ich kann hier hochklettern. Meine Güte, ist das... Also diese Klettermechanik in dem Spiel. Du kannst an allem klettern, an dem du klettern kannst. Und da, wo du nicht klettern kannst, kannst du nicht klettern. Das ist das, was das Spiel dir übers Klettern beibringt. Und jetzt kann ich einfach über die wegfahren. Tschüss. Wir sehen uns. Wann hätte euch kennengelernt? So. Oh, 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 oh. War nett, euch kennengelernt zu haben, ganz ehrlich. Ey, wir sehen uns bestimmt mal wieder. Er macht das jetzt aus. Ja. Juhu, er kommt! Ey, ich hab keine Ahnung, wo ich hin muss. What? Ich bin weg, ich bin weg. Hör auf, mit Wein nach mir zu werfen. Der war teuer, Mensch. Schlimm mit denen. Oh nein, ich werde abgeschmissen. Oh, hier balancieren wir unten durch. Und... hier wird's düster. Das heißt, es ist wieder eine wunderbare Stelle, um den Part zu beenden. Wenn euch das Ganze gefallen hat, positive Bewertung. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und ciao, Leute! Woohoo!